Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part mit unserem Demon Hunter. Wow, und. Oh, falscher Knopf. Und ich würde sagen, wir legen gleich weiter los. Wir suchen nämlich unsere Fürstin. Oh, Sylvanas. Aber sie Was ist nicht soll da. kurz? Voll schade. Ne? Ich dachte, wir könnten ein Tickernchen machen. Er hat hier auch lange genug gewartet, bis sein Album erscheint. So, was haben wir denn jetzt hier? Es hat den Anschein, dass Sylvanas nicht will, dass man ihr folgt, weder wir noch andere. Okay, das haben wir ja festgestellt. Und ihr Wille zählt. Ich habe ihn nicht zu hinterfragen, sondern ihn nur zu gehorchen. In diesen nahegelegenen Hügeln bereitet sich gerade ein Greifenmeister auf den Abflug vor. Ich gehe davon aus, dass er die Königin aus der Luft suchen will. Meine Waldläufer sind schon in Stellung gegangen. Sie warten nur noch auf den richtigen Moment. Okay, nice. Jetzt weiß ich auch, wieso wir den töten müssen. Der will sich Sylvana schnappen. Voll frech von ihm. Und da gehen wir noch mal schnell hin. Ach, wir können ja auch aufmorden. Haha, so. Weiter geht's. Da bist du, Digga, ich mach dich kaputt, ey. Komm mal ran her. Also der sah jetzt nicht so aus, als ob er jetzt sich startklar gemacht hat. Der hat nämlich vorher am Feuer gechillt. Egal, es geht ja um den Willen, ne? Also den Willen. Allein schon der Gedanke daran, Sylvanas schnappen zu wollen, der bringt dich schon ins Grab, Digga. So sieht es nämlich aus. Oh, tschak, tschak. Ey, mir macht er echt Fun. Aber mir wurde gesagt, dass der Demon Hunter DD auch noch eine Attacke hat, wo er die ganze Zeit Jähzorn aufbaut. Das heißt, wir sollten doch mal nochmal gucken. Doch nochmal gucken. Definitiv. Weil das geht so nicht. Na, wenn man schon mal etwas austestet, dann richtig. Und dafür tut es mir auch leid. Ehrlich. Und falls ihr den letzten Part seht, schreibt mir drunter. Könnt ihr mir gerne drunter schreiben. Ich nehme ja zum leider im Voraus genau so auf. Also danke ich euch allen, die geschrieben haben. So. Törichter Zwerg, bringt deinen Kopf Schnell mal zur wechseln. Unfallstellung. Wir wechseln jetzt schnell. Dämonenbiss ist das, ne? So, Dämonenbiss. Ja, Dämonenbiss. P. D. D. Dämonenbiss. Habe ich nicht. What the fuck? Ich hab's echt nicht. Ich bin auf der ersten Seite. Aber mir wurde gesagt, irgendein Biss macht mir. Seht ihr es? Karstoß, Dunkelheit. Hohoho. Hohoho. Kann ich mit denen jetzt einfach so. Ja, geht. Ihr könnt keine passen. Habe ich durch die Talente irgendwas gemacht, dass ich das nicht mehr nehmen kann? Ersetzt Dämonenbiss. Okay, eure automatischen Angriffe haben eine Chance von. Nein! Ach komm, Digga. Ah, seht ihr mal. Jetzt, ich dachte schon, ich bin blöd. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Ja, weiß ich nicht. Also im Internet stand, dass das natürlich mega viel Schaden bringt auch noch. Gefällt mir aber so nicht zu spielen. Dann würde ich sagen, ich mache mir Gedanken für den nächsten Part, also das heißt, wenn ich morgen aufnehme, wie wir den zocken wollen oder ich will und ob das überhaupt was bringt. Dann rede ich nochmal mit einem Demon Hunter, beziehungsweise werde mich nochmal schlau lesen darüber. Den Tank werden wir aber definitiv so spielen, wie ich es für richtig halte, weil, ne? Wollen wir ja selber erkunden, ne? Das ist ja jetzt so gesehen mein Char, den wir so leveln wollen. Ich wollte einfach nur mal reinschalten in den. Oh, der Aufzug. Ich hasse ja Aufzüge, ne? Also, seitdem ich 4 spiele. Das ist ganz schlecht. Ja, ich wollte einfach nur mal zeigen, was der Demon Hunter DD kann. Dass das jetzt so ein Problem wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, dass er mir überhaupt nicht gefällt. Ja, scheiße, weh. Scheiße, wer? Oh, da ist er. Der Greifhaken. Den brauchen wir unbedingt hier in dem Gebiet, beziehungsweise auch in Surama. So, wo ist er denn jetzt hin? Den wollen wir natürlich vernünftig wegpacken. Layblut brauchen wir auch, ne? Chromi braucht Layblut. So.
Raus damit. Ja, ja. So, vorerst sollten wir uns auf die Suche nach der Ägäis von Agama machen. Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ne? So, wir kriegen Schuhe, wir kriegen Köpfchen, brauchen wir nicht, wir nehmen Schuhchen. Bewegung. Schuhchen. Leider nicht aufgewertet. Schade. Schade. So, das war's? Ach, jetzt. Ah ja, doch. Wir haben hier zwei Sachen. So, was haben wir denn hier? Schreckensreiter Cullen. Okay, Fallschirmeinheiten der Allianz sind von der Himmelsfeuer abgesprungen und auf der Schwarzschnabelwarte gelandet. Junge, Junge, Junge. Während des Überflugs konnte ich ihre Anzahl und Position zwar nicht bestimmen, aber ich habe ihre Fallschirme in den Bäumen und eine Menge Rabenbären am Boden gesehen. Wenn sie nach oben, wenn sie noch da oben sind, verstecken sie sich dort und behalten uns im Auge. Ich habe einen Reiter über der Warte als Wache abgestellt, während ich weiter nach Sturmheim eile. Okay. Also wir müssen die einfach suchen. Das geht ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Heute Morgen ist echt schlimm wieder. Kann man sich kaum konzentrieren. Mein Gott. Während euch der Rabe in die Augen starrt, dringt eine seltsame Stimme in euren Geist. Ich weiß, wer ihr seid, Champion, und ich weiß, wonach ihr sucht. Kommt zu mir, wenn ihr euch selbst als würdig erachtet. Yeah. Durch Stärke allein werdet ihr euer Ziel nicht erreichen. Doch es ist ein Anfang. Sucht mich in der Nähe von Agramas Kammer auf und ich werde eure Stärke prüfen. Ja, prüf uns, Digga. Sollten wir ja wohl hinkriegen. Okay, also. Setzen wir mal zusammen. Wir haben erst die ganze Zeit nach Sylvanas gesucht. Ist uns dann erst aufgefallen, dass sie alleine bleiben möchte. Das heißt, wir werden jetzt erstmal uns durcharbeiten zu Heilen der Tapferkeit. Ja, da soll die Ägäis sein. Und vorher müssen wir uns erstmal beweisen. Und beweisen tun wir uns, indem wir kochen. Jetzt habe ich es euch verraten, es tut mir leid, voll der Spoiler. Nein, also, wir müssen mit dem guten Herrn hier quatschen, Harvey, so wie man es möchte, von mir aus. So, oh, Leute, nicht so am frühen Morgen, Mann. Gleich bei eurem Eintreffen in diesem Land konnte ich eure Macht spüren. Ihr verfolgt ein großes Ziel und tragt eine schwere Bürde, oha. Die Ägäis von Agrama wird in den heiligen Hallen des allmächtigen Vaters verwahrt. Nur wenn ihr eure Tapferkeit unter Beweis stellt, könnt ihr sie vor euren Feinden beanspruchen. Dazu müsst ihr viele Prüfungen bestehen, aber zunächst muss ich mich eurer Stärke vergewissern. Mein Eintopf ist noch nicht fertig und meine alten Knochen können die Zutaten nicht den Hügel hinaufschleppen. Ihr seht so aus, als ob ihr starke Arme habt. Würdet ihr einem alten Mann helfen, seinen Eintopf fertig zu kochen? Na klar, Digga. Das kriegen wir ja wohl hin. Enthält kein Gold, sondern Weisheit. So. Na, geht das nicht hoch? Doch. So. Und Ruhm ist der Schlüssel. Yeah, bestens. Schmiedet euren Schlüssel im Blut von Helden. Und vielleicht öffnet sich das Schloss. Dahinter findet ihr neue Wege und mehr. Okay. Und mehr. Schick. Ich mag es, wenn es mehr gibt. Aha. So, wir sind fertig, mein Hübscher. Was hast du für uns? Alter. Der Wächter Jotna bewacht die Kammer und gilt als besonders wählerisch. Die Herausforderer kommen von nah und fern, um die Prüfung zu bestehen. Aber der Wächter gibt vor, sie nicht zu sehen. Aha. Wenn ihr seine Aufmerksamkeit erregen wollt, müsst ihr beweisen, dass ihr es wert seid, angesehen zu werden. Okay. Einige der Herausforderer warten im Lager im Tal des Schwertes auf eine Gelegenheit. Bringt Jotna ihre Köpfe. Wow, okay. Damit er sie sich ansehen kann. Und euch. Okay, nur weil die mitmachen wollen, müssen wir den die Köpfe abhacken. Junge, was für ein Schicksal, Alter. So, das, ja, ihr gehört dazu, ne? Boom.
Nehmen wir gleich zwei, genau. Oh, du weißt schon Bescheid, du kommst extra zu uns. Ja, nice. Oh, da, ja, du kommst auch noch mit. Alles gut, kriegen wir alles hin. Alter, schick. Ja, easy, ne? Das haben wir ja schon oft festgestellt, aber es lässt sich einfach locker flockig spielen. Solltet ihr alle mal austesten, definitiv. So, was haben wir denn hier? Sammelt 7 Tribute. Okay, von den Herausforderern. Ja, das passt ja, das gehört ja alles zusammen. Ah, das ist... nee, die machen wir nicht. Ach, hier. Bonusziel machen wir nicht, weil wir brauchen die ganzen Erfahrungspunkte, um auch die Gebiete vernünftig abzuarbeiten, sage ich mal so. So, du kommst auch nochmal dazu, bitte. Und dann sind wir nämlich mit denen gleich fertig. Tja, wow. Ich glaube nämlich, und ansonsten, wenn wir die Gebiete alle fertig haben, ja, alle Kapitel und so eine Scheiße, glaube ich einfach, dass wir 110 sind. Wir sind auch wahrscheinlich schon vorher 110. Und da ist dann das Problem. Werde ich da trotzdem weiterspielen? Ja, werde ich, glaube ich. Werde ich natürlich. Wir wollen ja die ganze Kapitel herausfinden, was da passiert. Also ich auf jeden Fall. Und wenn, falls wir es nicht schaffen, 110 zu werden, aber alle Kapitel haben, werde ich dann off-cam nochmal schnell auf 110 machen und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ob wir das so machen wie mit dem Paladin damals, dass wir den End-Content oder einen gewissen Content-Bereich vom Ende halt sehen. Geh schon mal weg, ey. Wir wollen jetzt noch zu den anderen. Da unten sind sie. Hallo. Ja, dass wir uns einmal, ja, was weiß ich, LFR ready machen und sowas. Dann können wir auch vielleicht mal zusammen einen Livestream oder sowas. Bin ich mal gespannt. Aber ich werde ihn jetzt nicht komplett ausstatten, sodass wir den Endcontent dann, den aktuellen Endcontent sehen werden. Im HC-Modus oder sowas, keine Ahnung. Nein, nein, nein. So wird es nicht passieren. So, fertig. Holen wir uns nochmal hier. Was war das? 1000 Erfahrungspunkte? Bäm, Junge. Wie geil ist das denn? Und hier, von dir haben wir ja auch noch eine Quest. So. Wie viel müssen wir noch? Was haben wir denn noch? Tribute. 2 Tribute fehlen uns noch. Dich, dich. Okay, euch beide nehme ich. Habt ihr Pech? Juh, Alter, es sieht so geil aus. Warte mal. Können wir nochmal zurück? Tja. Geil. Ja, geil. Gefällt mir. Und das als Krieger-Tank gefällt mir das echt. Sehr, sehr nice. Hallo, kannst du mal sterben? Oh, oh lol. Naja, das war zur Sicherheit, falls bei dem einen oder anderen nichts drin ist. Da muss man natürlich ein paar mehr töten. Ist ja kein 100% Druck, also von daher. Boom. Seht ihr? Seht ihr? Nur noch einen bekommen. Schade. So. Da vorne ist noch ein Dickerchen. Kommen wir gleich mit. Ah, jetzt wollte ich schon weiter hoch. Ah, da müssen wir gleich essen, ne? Wenn wir die Quest hier abgegeben haben. Voll frech von uns. So, du auch bitte. Ich möchte nämlich jetzt meine 7 Stück bekommen. Jetzt habe ich die ganze Zeit gar nicht auf die Uhr geguckt. Junge, Junge, Junge. Ja, bei so viel Lesen, ey. Das am frühen Morgen ist ja schon echt schlimm. Ja, ist echt schlimm. Versucht ihr das mal, wenn die Augen noch drehen von dem scheiß Allergie-Kack. So, weiter geht's. Jetzt, was? Wir haben keinen gekriegt? Oh, nö. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh. Oh ja, schmeiß ein paar Steinchen, ne? Andere essen sie, andere schmeißen sie. Junge, Junge, ist ja wie bei uns hier. Ach, jetzt habe ich die Rune gesetzt. Ja, da war's. Nice. Halt, hier ist noch Nummer 2. Was haben... Ach, die habe ich doch. Oh, da wollte ich doch hochlaufen. Oh, wenn man keine Übersicht hat. Oh, ist das schlimm. Oh Gott, ich muss aufstehen. Also an sich, ne? Sinngemäß. Bin ja schon aufgestanden. Sonst würde ich ja nicht hier sitzen, Leute. Ja, was geht denn ab, Alter? Aber macht uns keinen Schaden. Was geht? Da lache ich doch mal aufs
Na, so. Ach komm, das machen wir noch schnell. Ich habe noch 5 Minuten, also von daher sollte das auch wohl möglich sein, das in 5 Minuten noch hinzubekommen. Ansonsten müssen wir die Quest leider beim nächsten Mal machen. Ah, ich muss wahrscheinlich nämlich kratzen. Eigentlich müsste ich kratzen, ich müsste jetzt schon los. Nein. Egal. Egal. Das kriegen wir hin. Ohne Spaß. Ah, nein. Komm mit zum Boss. Da oben ist auch noch ein Schatz. Den müssen wir uns auch noch holen. Definitiv. Hojo. So, Rune hingesetzt. Alter, jetzt kriegt ihr alle aufs Maul. So. Das Gute ist, es ist so easy, sich wieder hochzuheilen. Komm, wir nehmen mal einen Dev-Cooldown. Ja, das geht ab. Und dann ist der dicke Down. Und dann fallen die anderen ja locker flockig nebenbei. Ach, ich bin ja wieder ein Held, Alter. Wenn ich mit Tab wieder durchballer, hole ich mir so einen scheiß Falken noch dazu. Meine Fresse. Jetzt habe ich den hier noch an der Backe. Kannst du mal verrecken, bitte? Hallo. So. Ich hämmer hier die ganze Zeit auf der Taste. Ja, da ist es. So. Ah, wir haben noch vom letzten Mal was übrig, ne? Wir sind ja jetzt hier Tank, jetzt können wir das nutzen. Das sind nämlich die Köpfe, die wir holen sollen. Ach, Leute. So, wo ist der andere? Da hinten. Ah, meine Nase. Irgendwann schneide ich es ab, ey. Das ist schlimm. So, da soll er sein. Ja, dann kommt mal alle ran hier. Du bist das, ne? Keiner? Kein gepult? Boah, geil, Mann. Ja, dann kriegst du hier trotzdem fettes Schelm, meine. Darauf kannst du wetten, Alter. Ich darf nur nicht auf Tab drücken und irgendjemand anders pullen mit Lebenwurf, Alter. Das wär's jetzt noch, ey. Du bist das gar nicht. Lol. Ich stehe auch hier genau. Bist du das? Das ist auch nur ein normaler Herausforderer. Ein würdiger Herausforderer. Ah, okay. Na, komm her. Du siehst genauso aus wie der Typ, Alter. Die anderen waren wenigstens ein bisschen unterschiedlich. Du bist das auch nicht, ne? Gib's doch zu, ey. Du lässt mich hier nur noch mal schnetzeln, damit ich zu spät zur Arbeit komme. Macht er auch. Wo ist der? Der Vollkohl-Champion ist nirgendwo zu sehen. Ah. Ja, die Köpfe der anderen Champions werden genügen müssen. Ey, ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Ich stehe schon hier. Ich musste nur einen Schritt nach vorne gehen, damit er mir das sagt. So, wir laufen jetzt erstmal dort in die Nähe. Stimmt ja, wer der Vollkohl-Champion ist, wissen wir ja eigentlich. Ah, deswegen will ich noch nicht in die Nähe. Weil er da ist und das ich mir dann beim nächsten Mal angucken kann. Dass sie auch elendig lang laufen hinter einem her, ne? So, jetzt verpiss dich. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. So, yeah, wir bleiben hier, weil es hier so gut riecht, ne? Hallo? Na, meine Hübsche. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Macht es gut. Bis bald.